diesem Moment gestartet. Bavarian Princess hat sich dort deutlich versäumt. Auch White Gloria ist nicht sonderlich gut auf die Beine gekommen. An die Spitze setzt sich zunächst einmal Innen Volarosa. Volarosa führt vor Oh, Why Not My Friend. Dann die Gruppe mit Nerian, mit Lexi's Dream sehr eifrig dort. An der Außenseite Summer Lady. Innen ist es Naruto. Dann White Gloria und im Anschluss bemüht ist Bavarian Princess. So geht es die Gegenseite hinunter. Einige Pferde dort sehr eifrig in den Händen der jeweiligen Jockeys. Volarosa führt vor Why Not My Friend, Summer Lady, Lexi's Dream dort kaum zu regulieren von Sibylle Vogt, Naruto Innen, dann White Gloria vor Nerian und dann ist es Bavarian Princess. Vom ersten bis zum letzten Pferd, aber keine fünf Längen, wo es bereits in Richtung der Zielgeraden geht. Volarosa führt vor Naruto an der Innenseite, dann außen Why Not My Friend vor Summer Lady, Lexi's Dream, dann White Gloria, Nerian und Bavarian Princess. Jetzt schwärmen sie alle breit aus und White Gloria in der Bahnmitte ist sofort da. White Gloria mit Why Not My Friend. Volarosa innen kommt nicht weiter. Summer Lady und außen Lexi's Dream läuft trotzdem ein tolles Rennen, aber die Favoritin macht sich frei auf den letzten 200 Metern. White Gloria für das Gestüt Röttgen, für Markus Klug und für Andra Starke. Die starten perfekt in die neue Grasbahnsaison. Überlegen und das sieht richtig gut aus. White Gloria gewinnt hier gegen Why Not My Friend mit einem tollen Lauf. Dahinter ist es Naruto von Nerian, von Bavarian Princess, Volarosa, Lexi's Dream und Summer Lady.